Hallo! Schön, dass ihr wieder da seid. Seid ihr überhaupt da? Seid ihr noch alle da? André, bist du noch da? Nein. André schläft. Okay, André ist nicht da. Doch, ich bin noch da. André ist noch da. André ist noch da. Keine Panik, André ist noch da. Xerxes ist auch da. Ja, wir haben gerade ein kleines, kurzes technisches Problem gehabt. Deswegen mussten wir einmal den Stream neu starten quasi. Jo, das waren die Mods. Ja, das waren die Mods. Wo seid ihr jetzt eigentlich alle? Ja, wir sind Kupfer suchen gehen. André ist da zum Kupfer gegangen. Okay, dann komme ich mit dir mit. Mein treuer Gefährte. Ich will meine ganzen Markierungen mal löschen. Außer natürlich meine Lagermarkierungen. Sonst finde ich nie mehr nach Hause. Nee, das wird dann schwierig, ne? Aber da ist jetzt ein Dungeon-Würfel. Das wird dann wohl die Idee sein. Ein Dungeon-Büffel? Ja, auf der Karte ist jetzt so eine. Blueberries, Mushrooms, Karotten. Da wird jetzt aber alles angezeigt. Jetzt kannst du gar nichts mehr übersehen. Nee. Also das stimmt. Ihr spawnt immer ein Skelett so vor sich hin. Auch schön. Aber Dungeon respawnt nicht. Nee, dann, ja, nö. Will wahrscheinlich nicht respawnen. Dungeon ist und bleibt clear. Eins, was hier gespawnt ist, sind Pilze. 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 Boah. Aber haben auch keinen Kupfer gefunden. Ja, da unten, hier oben war doch Kupfer noch. Hier haben wir doch noch nicht alles abgebaut. Weiter nördlich. Da war doch irgendwo ein Kupfer vorkommen, was doch halb auf dem Berg hing, ne? Weil man springen kann schon. Da hinten. Ja, rechts von uns, oder nicht? Wird mir dann angezeigt. Okay. Hier vorne ist auch was. War das da hinten das? Ja. Ja, dann, aber das wird mir nicht angezeigt. Das wird mir weiter unten angezeigt. Vielleicht ist das ein Positionsfehler. Das wird mir da angezeigt. Ja, mir auch. Mir wird es auch da angezeigt. Juhu, ich rutsche. Ja. Der ist doch jetzt untergraben. Wieso stürzt das nicht zusammen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein schwebendes Kupfervorkommen. Da haben wir natürlich Probleme, das abzubauen. Natürlich sehr ärgerlich. Ah, hier unten ist auch Kupfervorkommen. Ah. Hier ist hier unten am Boden noch was drin. Kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht. Ha! André hat da ist das gute Gerumps. Kriegen wir den anderen Kleinen hier auch noch, oder? Hinter dir Skelett.
Ah, Echse auf 22. Aua, ne, ich sterb eher. Noch ein so ein Sprung und ich bin tot. Ah, ne, dann lass uns das, dann lass das. Dann gehen wir weiter zum nächsten Kupfervorkommen. War das noch ein Dungeon? Waren wir da drin? Ja. Das, was du schon entdeckt hattest. Trollhöhle. Burries, noch mehr Kupfer. Kupfer. Aber Zinn scheinen wir ja alles weggeholt zu haben. Echt hier Waffe drin? Waren hier? Nee, hier waren die noch nicht drin. Die haben wir wohl voll übersehen. Ja, aber den stimmt, den haben wir übersehen. Nee, die Türen sind aber auf, oder? Nee, sind zu. Hier waren wir noch gar nicht. Neues Dungeon. Yes, baby. Okay. Wie konnten wir das denn übersehen haben? Hier waren wir doch schon überall. Doch, ein also war das auf dem. Rechts rum, links rum? Ja, lass uns da. Direkt ein Spawner. Super. Da ist eine Tür, gehen wir geradeaus, ja, erstmal Spawner kaputt. Hier hinter mir ist auch eine Tür. Also gehen wir erstmal da lang. Da ist auch noch eine Tür. Spawner kaputt. Einstein. Nein. Kiste. Leer. Ja. Da was Tolles drin? Nö. Da ist noch eine Kiste. Ah, Bernstein und sowas. Hier hast du leer gemacht? Ja, die habe ich leer gemacht. Waren ein paar Münzen noch drin, Federn und. Hier durch die. Hallo. Hier ist empty. Aber wir müssen mal Conan spielen wieder. Ja, Conan. Erstmal für 500 Euro DLCs nachkaufen. Glaube ich Ende hier, ja, Sackgasse. Okay. War das hier bis jetzt ja nur ein kleiner Dungeon? Mitte war nix. Oh hier. Hier sind noch ein paar Türen. Gehen wir geradeaus. Super! Eine rare Hacke. Rare Hacke? White minus 75% und Stamina Regen plus 16%. Oh, cool. Ja, die erhalte ich doch. Mach mal. Oh! Oh, bei mir sind Sporen. Aua. Bogenschütze. Oh. Spawner ist down. Ja. Mir auf der anderen Seite ist auch irgendwo. Ja, aber wir sind auch ein Spawner. Schande, Schande! Komme. Ein Sterneskelett. Komme. Hab ich schon. Spawner nochmal schnell.
Immer. Ah, Spawner kaputt. Der ist links rum. Ah. Ah. Was? Ja, hier ist war. Oh, ganz ja, schön. Das war's. Ja, noch was. Dungeon ist schon wieder leer? Ja. Dungeon leer. War schon wieder. Jetzt haben wir immer noch kein Kupfer gesammelt. Nö. Und die Tasche ist fast voll. Die Tasche bei mir schon wieder so gut. Ja, zwei Plätze habe ich noch. Ja, aber Gewicht habe ich noch ein bisschen. Ja, Kupfer, Gewicht habe ich auch noch ein bisschen. Wir müssen jetzt nochmal Kupfer sammeln gehen, jetzt langsam. Wir brauchen ja Kupfer. Da vorne, hier vor, geradeaus. Aber rechts ist auch eine Trollhöhle. Vielleicht ist der Kupfervorkommen ja weit genug entfernt. Das Kupfervorkommen wird richtig angezeigt. Ja, möglich, dass er Probleme mit Dings hat. Im Weltengenerator. Better Continents. Das Spiel? Jetzt müssen wir Better Continents für die nächste Staffel mal rausnehmen. Ich mache keinen Schaden an Kopf. Boah, geil. Ego-Perspektive. Du magst Ego-Perspektiven, ne? Ja, über Skyrim, ne? Skyrim spiel ich auch nicht in Ego. Ne? Nee, viel zu nervig. Du hast schon wieder was im Spielen gefunden. Die haben mich gefunden. Du machst Krach und ich krieg da einen auf den Deckel. Ja. Hört das nicht so? Nee, nicht gut. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Kupfer zusammen. Ich habe einen Stack. Ich bin zwar bei 21 bin ich jetzt. Erstmal Stein getrashed. Okay, ich bin voll. Oh, hier liegt noch ganz viel Kupfererz, Andrea. Die kann das nicht auftragen. Was? Wo? Bei mir auf der Seite. Da unten. Jetzt alles Stein und kein Kupfer. Bei mir wurde teilweise Kupfererz angezeigt. Da unten ist Stein, ja. Das habe ich herausgedroppt. Ich habe meine Gewichtsgrenze schon. Noch nicht mal ein Stack bekommen. Ich habe noch ein bisschen Platz. Können noch ein bisschen klopfen. Ja, der klopft noch ein bisschen. Ich habe den ganzen Stein immer getrashed. Ja, ich auch. Aber ich habe schon wieder so viel an. Holz habe ich schon zum Beispiel schon. Immer noch Platz. Echt?
Du kannst doch ruhig auch klopfen. Ich sammle den Scheiß dann schon ein. Wenn so länger dauert das, wenn du jetzt hier doof rumstehst. Da kommen erstmal nur mal ein paar Gegner an. Hau weg den Kram hier. Oh. Steinschwächen. Ein bisschen, ein ganz kleines wenig kriege ich noch ein. Okay. Jo, jetzt habe ich. So, genau an der Maximalgrenze. Ja, dann lass uns zurück. Wie kannst du eigentlich tragen? 442. Kann ich jetzt tragen. Du? 571. Oh, so viel? Jo. Mist. Ah, oh, hier ist ein Berserker. Buff benutzen und zurück. Oh. Oh. Sind wir die schnellsten Landläufer von Valheim. Die größten Angsthasen. Ja, das auch. Wollte ich nur so nun nicht gesagt haben, aber... Rinden auf 35. Nee, so hoch bin ich auch noch nicht. Bin bei 28, oder? Ja, ich bin auch der größere Schisshase. Oder wahrscheinlich liegt das einfach daran, weil ich öfters gestorben bin. Links von dir, André. Popos Schiss. Was ist da oben auf dem Berg? Hinter uns. Ist das Odin? Ich kann das nicht aufnehmen. Hier ist was Blaues. Es ist verschwunden. Das Auge. Wer war das? Was war das? Aber du hast es aber auch gesehen, ne? Das war bestimmt der Allvater. War das Eivor? Meinst du? Ohne Witz, was war das? Ich hab keine Ahnung. Krizzard ist hier. Wahrscheinlich hat er wieder seinen Killer angemacht. Beobachtet uns wahrscheinlich. Was war das? Hassi! Texas, ihr wisst das. Was war das? Ich hab Angst gehabt. Wildsau. Ah, kann ich nicht mitnehmen, bringt nichts. Das Leben. Ein klein bisschen Pipi in der Hose gehabt. Da stand doch ein Typ auf dem kleinen Hügel. Ja! Der hat mit der blauen Aura. Ungefähr. Er hat uns doch voll gestalkt. Und einen Stock in der Hand. Aber Odin, ganz ehrlich. Das war ja auch heimlich. Wollte nur gucken, was wir machen. Dieser Map da. Da ist er wieder. Ja. Mach ich jetzt eine Wildsau. Hinter dir, Wildsau. Boah, was ist das für ein Typ? Kann ich mal anschießen? Vielleicht bricht er in die Hölle los. Vielleicht. Mach mal. Geht nicht. Mal näher ran. Hä? Ist verschwunden. Hier stalkt uns doch einer. Das ist ein Berserker.
Schamane. Ich ziel aber heute auch wieder wie ein Anfänger. Deutsche. Oh je. Jetzt sind wir hier wirklich verfolgt, habe ich das Gefühl. Nach von blöden Kapuzenheini. Oder ist er derjenige, der die ganzen Gegner kontrolliert? Chrisa, du hast da irgendwas hinter dir, Rotäugiges. Hier sind auch zwei Blauäugige, die unsere Zwerge Schweine angreifen. André, unser Gatter ist kaputt. Das ist nicht gut. Oh nein. Da hast du zu nah dran gekämpft. Die haben das kaputt gemacht. Da waren zwei Finger. Oh, ja. Jetzt rennen hier unsere Schweine rum. Oh. Das war's mit unseren Schweinen, die sind weg. Die sind weg. Die sehen wir nie mehr wieder. Da sind noch zwei Schweine drinne. Und die Schweine kämpfen mit dem Berserker. Und sterben. Den Zaun hier nicht wieder. Da ist nur eine Sau drin, die andere hat sich noch rausgemogelt. Ja, ich weiß, die habe ich nicht hingekriegt. Mit einer Sau können wir nichts anfangen. Nein, ich weiß, wir brauchen zwei Säue. Hier ist noch eine Sau, die sind alle hier oben. Hier kommt noch ein Blauäugiger, die machen hier alle unsere Sachen kaputt. Wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir hier irgendwie in die Verteidigung langsam rankriegen. Sind alle Schweine raus aus dem Gatter. Ich hatte eingedacht, mit Feuer könnte man so ein bisschen durch die Gegend schieben, aber dann schnapp dir mal das Schlachtermesser und töte alles. Ich muss erstmal Platz. Mann. Ich will gar nichts tun. So aggro, Alter. Nee. Alles gut. Oh, einmal kurz. Ist halt so. Einmal nicht aufgepasst, geht halt alles den Bach runter. Wir haben einfach noch keine schöne Insel gefunden, wo wir uns wirklich festsetzen wollen. Ja, aber jetzt gibt es eine schöne Insel. Immer schöne Inseln. Sind die Schweine denn alle jetzt? Wir sind alle Richtung Südwesten, manche sind Richtung Südosten. Hier ist ein Ferkel vor mir. Da ist auch noch eine Sau hier, die kommt hier gerade zurück zum Lager. Ja, hier auch. Da hinten liegt noch Loot rum. So viel! Oh Mann, ey. Hat nichts gebracht, die Schweine zu massakrieren. Hm.
Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Dann haben wir ja so viel Müll hier auch noch, wir es auch noch sortieren müssen. Oh Mann! Ja, ne? Dann auch noch zwei. Ja. Kohle, keine. Ja, aber ich wollte da oben langsam mal leer machen, weil wir müssen jetzt eine ordentliche Schmiede bauen. Stört mich da oben so ein bisschen. Stört dich da oben? Ja, dann müssen wir das hier am Lagerhaus alles direkt machen. Da haben wir es nicht so weit und da ist ja das Gebäude so hinbauen, dass wir hier alles andere machen. Da ist überladen. Kohle. Okay, Schmiede kommt da oben weg. Müssen wir aber auch unser Schweinegatter da oben nachher wegmachen. Mhm. Oder das. Ah. Ich da noch was. Die Bergbank lässt da mal noch stehen. Okay. Guck mal, hier ist ja noch, die Küche ist ja noch nicht im, die ist ja noch im Freien. Die ist schon fast komplett verwittert. Ja, das müsste alles. Hält das nicht mehr. Du musst ja das alles mal langsam fertig machen. Wir können da von mir aus da bei der Küche dann noch einen Ausgang machen, wo wir im Außenbereich die Küche da machen. Zum Beispiel. You know what I mean? Stimmt, weißt du das. Ist wahrscheinlich nicht nah genug, ne? Ich will sehen. Doch, ist nah genug. Ha! Ja, muss gar noch besser platziert werden. Was hast du denn da jetzt platziert? Kessel. Ah, die Schmiede hast du jetzt drin aufgebaut? Ja, erstmal. Fertig mache, dass wir das dann alles nachher hier umräumen können. Wenn unser ganzes Erz durch ist, kommt das auch weg. Okay, dann ich auch eigentlich.
und aufwärts. So, jetzt können wir weiter, können wir weiter hier unsere Base bauen. Mhm. Hier ist noch eine Sau, die uns gehört, wenn das Messer noch hast. Wenn das außerhalb vom Gehege ist, geht das nicht. Kriegen wir keinen Loot von. Hm. Also ich habe da eben gerade nichts bekommen. Da ist schon wieder einer in unserem Gatter. Kann ich Schwein nicht töten. Jetzt wieder Sturm. Jawohl. Mann. Was ist Rudin wohl nicht zufrieden mit uns? Eigentlich nicht. Eigentlich liegt das an meiner Bauweise. Ich habe das hier alles gerade so schön wieder ruffig schön repariert hier. Oh, komm, Maniero, wir müssen gleich mal gucken, wie wir das Dach hier am gescheitesten bauen. Ja, aber noch nicht mit einem Sturm. Dann krieg ich auf das Dach, krieg ich einen Blitz in den Pippis. Nee, kriegst du nicht. Ich passe schon auf dich auf. Und dann ruft Odin mich zu sich. Nein, der hat uns doch schon nicht zu uns gerufen. Der hat uns doch schon hierher verbannt, weil wir schrecklich sind.
rennen überall unsere Schweine rum. Wem gehören die Schweine denn? Auch wenn sie uns keinen Loot bringen, sollten wir die trotzdem kaputt machen, oder nicht? Ja, können wir machen. Machen wir unsere Schweine kaputt. Nur neue fangen. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, ich mach die gleich. Schweinchen, 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 Schweinchen. Dann lass uns mal gucken, wo die Schweinchen sind. Wo hat er denn noch ein Schweinchen gesehen? Wenn ja überall im Lager welche rum, muss man ein bisschen gucken. Hier baut. Oh. Da hinten ist Schweinchen. Schweinchen! Kann ich dich nicht irgendwie ins Gatter hier? Komm, ah doch, das geht. Ah, komm, 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 komm. Ich schieb dich da rein ins Gatter. Egal. Da rein, wir brauchen viele neue kleine Schweinchen. Du hast da reinzugehen. Sieht's glaube ich sehr komisch aus anderes Perspektive hier. Nee. Nee, Freundchen. Nee, ich kill dich. Nee. Ist hier nicht wieder zurück. Nein. Ich schieb dich. Nimm dich gleich auf die Arme hier. So. Ja, der wäre halt so eine Pickup-Mod für Tiere, ne? Schweine, ne? Wenn man die aufnehmen kann und wieder in ihre Gatter stopfen. Aber das klappt ganz gut, André. Ich habe ihn gleich im Gatter wieder drin. Nein, er bewegt sich nicht. Oh. Das Schwein liebt dich. André, ich hab das Schwein wieder im Gatter. Ja, dann haben wir ja wieder zwei. Ja. Ich muss ihn jetzt nur noch mal ein bisschen was zum Manchen holen. So, da ist noch was drin.
Okay, dann. Wo geht das? Wo machen wir das? War keine große Küche, aber dafür eine. Ja, ich war sehr nett zu der Sau. Und, ja, wir haben momentan leider nur zwei Schweine. Uns hat hier ein von den blöden Zwergen das Gatter kaputt gehauen. Das war nicht ganz so erfreulich. Aber leider, leider. Aber jetzt sind ja wieder zwei Schweine da. Da habe ich den Boden weg. Ah, ist das stürmisch hier draußen. Boah, ich fühle mich so richtig Odins Atem durch die Haare hier. Auf zum Atem! Scheppert hier draußen. Da komm doch rein, Junge. Du holst dir da draußen doch noch den Tod. Nein, Mann. Will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen bauen. Will noch ein bisschen bauen. Oh Mann. Holzregal, das kann ich nochmal. Das kann ich nochmal machen. Das kann ich nämlich das machen und dies machen. Und Erstellung. Möbel. Ach, Sturm hat aufgehört. Sturm hat aufgehört. Ich hab Brian gefunden. Ey, hier steht Brian. Brian! Oh nein! Vor unserer Hütte steht Brian. Ah, wir müssen Brian wieder einfangen. Ey, Brian, du Sau. Was denn des Wortes? Ah, Hilfe! Hilfe? Er hat noch einen Gräuling eingeschafft. Oh. Fang an zu frieren, schon wieder dunkel. Ja, ist auch schon wieder dunkel, ja. Holz müssen wir bestimmt auch gleich wieder sammeln, ne? Wahrscheinlich. Wir können einen Graben um unsere Base machen. André, wir können einen Graben um unsere Base machen. Aber ich glaube, die Schmiede ist fertig. Kann die hier gleich erstmal weg. Können wir schlafen? Komm, schlafen. Ja, komm, schlafen. Erstmal trocknen eben. Ah, ich bin schon trocken. Ich auch. Ich wollte gerade sagen, muss Chris halt nicht mitschlafen, aber der. Der ist schon wieder, der ist wieder schon wieder im Bad. Er ist schon wieder im Bad? Okay. Mag er uns nicht mehr hier?
So, die Essenskisten habe ich jetzt umgeräumt, André, ne? Kommt jetzt hier hinten in die Küche. Ja. 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 Lachte die Hütten aus. Was weg ist, weg. Oh. Ja. Fleisch. Ja, mach da bitte in die Kiste ein Schild, ja, ich hätte auch so sehen, was rausnehmen. Oh? Wie vegetarisch, ich bin doch Wikinger. Da unten kommt das ganze Fleischige. Kann ich den Kessel jetzt auch hier hinten auch hin tun oder ist er zu weit weg? Oh, da passt ja, der passt ja noch hin. Mega gut. Aha, sehr cool. Nee, Mischung gesund. Da brauchen wir ja Löwenzahn. Haben wir doch genug. Ah. Sauer, lecker. Geht mir schon gesund. Da brauchen wir Honig, Blaubeeren, Himbeeren und Löwenzahn. Himbeeren. Wir haben wirklich nur so wenig Blaubeeren. Oh, was ist denn hier los? Hier kommen die ganzen Graulinge hier um die Mauer geschlichen. Machen wir's mal hier. Dann. Wurfhut. Ja, Mietmischung gesund herstellen. Oh. Dann einmal hergestellt. X. Mit. Komm mal mit. Bisschen auch sortieren hier. Oh, so viel Löwenzahn.
Also hier in unserer kleinen Wohnhütte hier vorne ist auf jeden Fall ganz viel Holz da drin in den Kisten. Aus. Brauche ich bestimmt. Ja, bestimmt noch. Wenn noch nicht. 3, 4 Stacks. Na gut, in unserem Lager auch 6 noch. Habt ihr noch eine Karotte gepflanzt? Nee. Nee. Oder? Karotte? Nee, gepflanzt, wir, ne? Gepflanzt haben wir noch gar nichts. Muss ja noch alles machen. André muss daher erstmal wieder so ein schönes Regal bauen für die Küche. Ich muss mal, da komme ich bestimmt nicht ganz so schön hin wie. Komme ich bestimmt. Einsagen. Nein, unsere Sau verlässt das Lager. Oh nein. Sag mal, Brian, wo willst du hin, Junge? Geh wieder rein in die Base. Alter, okay, ich pass nicht hin. Pass da nicht hin. Ich muss hier irgendwo nur noch ein Tor rein. Tor? Okay. Ja, hinkriegen. Ich krieg das noch hin hier. Hört so komisch an hier. Da täuscht das. Das täuscht bestimmt. Oh, fehlende Voraussetzung. Verrückt.
Hilda. Ja, top dich aus. Ja. Ah. Ja, wenigstens auch mal irgendwie mal ein bisschen was gemacht haben. Ja, müssen wir auch machen. Ja, hast recht. Wir müssen noch Karotten anbauen. Das wird auch alles losgehen. Aber erstmal wollen wir jetzt erstmal unsere Basis ein bisschen verteidigen. In der alten Main-Hütte ist kein Holz mehr. Also ja, das ist, ja, dann ist das alles jetzt nur noch hier. Außer Edelholz und so ist da noch ein bisschen, aber andere Holz habe ich alle rausgefischt jetzt. So. Denn Need. Habe ich lieber. Geht es gut. Sehr gut. Deine Schränkchen habe ich schon fertig. Muss ja irgendwann, wenn wir das Materialien übrig haben, ein bisschen dekorieren. Aber ansonsten passt das schon. Oha, was hast du denn hier gemacht? Ist ja alles. Ein Gras mehr hier. Ja, da bist du. Ist man einmal in der Küche, ne? Einmal in der Küche. Wahnsinn. Was denn? Einmal in der Küche erkennst du das ganze Land nicht mehr wieder. Wenn du mich alleine lässt. Hier ist noch eine. Hier ist Wayne. Wayne, komm! Den hab ich noch schnell eingefangen. Wayne, komm! Ich will dich zurückschieben. Komm hier nicht an den Stein vorbei. Ich schieb dich auch zurück ins Gatter. Schwein, jetzt rennt er wieder weg. Rennt nicht weg. Komm, ich streichel dich auch. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis ich Brian wieder zurückgebracht habe. Nein. Ich schieb dich zurück, die ganze Zeit. Hört sich an wie so ein knurrender Hund, der Wildschwein. Ist mir aufgefallen, André? Er hat keine Lust. Das ist egal, ich schieb ihn trotzdem. Diesmal sieht das nicht ganz so... unzüchtig aus. Und quiekt die Sau dann so? Ich höre doch bis hierhin. Es ist nicht meine Schuld. Ich hab nichts gemacht. Nein, nein, nein. Gehst du... Gehst du... ins Gatter? Die Sau will nicht. Müssen wir nur noch Pinky finden oder haben wir Pinky verloren? Hast du Pinky abgeschlachtet? Das weiß ich gar nicht. Nee, ich habe nur Wildschwein abgeschlachtet, glaube ich. Pinky war, glaube ich, nicht dabei. Oder Pinky wurde von irgendwas anderem getötet. Das kann sein.
Ah, Brian Liebten. Oh, ich krieg das Schwein, glaube ich, krieg ich das Schwein überhaupt noch rein ins Gehege? Du musst glaub ja nicht. Oh. Muss einmal aufreißen, reinschieben, wieder zubauen. Oh. Das ist verdammt schwierig. Meinst du, ich habe das hier einfach mit dem ungebenen Gelände? Nein, das sage ich ja nicht, aber. Ich muss das ja. So. Geschafft. Brian ist wieder in seinem Gehege. Ja, aber ohne seine Frau ist er doch kein Leben mehr. Da muss er brauchen eine neue Pinky. Oh, Schmiedesachen kann ich auch schon. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht schon mal wirklich mal ein Feld anfangen. Ich will dir keinen Zwang an. Prob dich aus. Das ist so einfach. Wo hat er den Flug hingepackt? Irgendwo. Vielen Holz. Dank für diese taktvolle Information. Bitte, bitte. Mein Wohnhaus auf dem Hügel, es steht noch. Ja, toll, ne? Ja, ne? Irgendwie schon. Auch wenn es noch nie fertig geworden ist, aber es steht. In der Theorie könnte ich wahrscheinlich sogar hier schlafen. Wenn es Feuer an wäre. In der Praxis? Ja. Man muss nur Feuer anmachen, aber kein Holz. Das ist irgendwie unser Hauptproblem, ne? Kein Holz. Den höchsten Punkt in unserem Dorf. Ja, ja. Ich kann von hier oben das ganze Dorf. Mhm. Wenn ich morgens mein mache, ne? Kann ich schön die Richtung Küche. Das ist der kürzeste Weg zur Küche. Hauptsache, du musst da irgendwo noch so eine kleine Tür für mich einbauen, damit du durchflutschen können. Ach, sowas also. Ja, ja. Essen. Ich baue hier noch oben so einen Speerturm. Dann kann ich mich hier drauf hochklettern und dann gucke ich hier mal runter. Und ganz hinten ist ein. Ganz weit da hinten ist ein Dings. Ein Hirsch, wo ich den treffe. Ja, ist er. Ich muss ihn noch höher ziehen. Noch höher ziehen. Noch höher ziehen. Kleines Stück noch. Jetzt kommen hier aber die ganzen Rezepte mir im Bild geflogen die ganze Zeit. Oh. Ja, ich hab's erwischt von hier aus. Erwischt? Von hier unten habe ich einen Hirsch erwischt, da ganz hinten. Wurde ein paar Pfeile gekostet, aber. Warum macht denn? So, ich habe einen Flug. Und Samen. Oh Gott. Deine Drohung, dass du jetzt Samen hast. So, und wo gehört ein Feld hin? Keine Ahnung. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wo ein Hof hinkommt. In der Nähe von der Küche, würde ich sagen. Damit man das ja auch ein Jahr nicht so weit weg.
In der Küche können wir wirklich, da können wir wirklich noch eine Tür einbauen in der Küche. Geräte. Schlafen? Ja, können wir machen. Ich im Bett. Ja, hast ja schon dein Bett da vorbereitet, ne? Noch nicht hübsch, aber ich wollte ja nur was Kleines Schnuckliges haben. Was Kleines Schnuckliges. Okay, ich liege im Bett. Bett, gut. Freund von einem mächtigen Bären, der tief unter der Erde im Winter der Welt schläft. Er dreht sich im Schlaf, Falten über Falten, Fleisch und Fell. Er hat keinen Kopf, keine Gliedmaßen und den Rest konnte ich natürlich nicht lesen. Macht aber. Noch mehr Samen. Wie Samen haben wir denn? Und zu gucken, was drüben ist. Ja, habe ich ja schon. Habe ich ja schon drüben so ziemlich. Also ziemlich. Ledertechnisch habe ich, glaube ich, sehr viele jetzt rübergebracht. Edda. Gucken wir jetzt mal, wie der Flug funktioniert. So. Jan. Haben wir gar kein Holz mehr? Mal hier reingucken. Bist du? Ah, doch, ein bisschen Holz haben wir noch. Eines Wikingers. Jessica. Auch danke. Bin ich denn aus? Heute wohl vegetarisches Essen zu kriegen. Das ist gut. Oh, 148 auch. Du hast ja aber einen schönen Platz ausgesucht hier mit der Eiche hier. Kann man sagen, ne? Tja.
Lage, Lage, Lage. Was zahlt man denn so an Miete? Boah, ja, nix. Ah, oh, nix, sagt er. Nichts. So, ich hab dir mal, ich war aber mal so nett und hab dir da mal eine Straße hin. Dein Weg, ne? Wenn man da alles baut. Du hast gesagt, ich soll mich austoben. Ja, ja, tob dich aus. Mach ich jetzt auch. Was machst du jetzt da? Ich mach hier jetzt mal ein kleines Testfeld hier. So. Tja, ich habe mir ein schönes Fleckchen Erde gesucht. Ja, das stimmt. So schön! Das. Ja, immer werde ich auch noch ein Dorf bauen mit einem richtigen Wall. Einen richtigen Wall? Ja, ja, nicht mit diesen Palisaden-Dinger hier. Noch einen richtig großen Wall? Nee, muss man selber bauen. Holzbretter, okay. Und ein Dach drauf. Ah. Mit einem. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wehrgang und alles. Ja, ja. Karottenflug. Ah. Aber erstmal muss das Dorf hier safe sein. Ich hab keinen Bock, andauernd die Typen hier rauszuprügeln. Karottenflug. Ich weiß nicht, ob die einen gewissen Abstand haben müssen. Werde ich denken. Ja, ich habe das Dorf ist erstmal irgendwie eingerandet. Das ist gut. Man sollte jetzt erstmal hier nichts mehr rumkrauchen und flauchen. Ist nicht schön, aber zweckmäßig. Das haben wir ja schon immer hingekriegt, ne? Das. Ein bisschen runter so. Pflanzen, sie wachsen. Super. Linksmesser, Metzgermesser.
Hm? Vielen Dank, Passi. Nein, wollen wir jede Karotte einzeln pflanzen? Wir pflanzen überall eine Karotte, überall. Dann suchen wir die wieder, wenn wir sie brauchen. Super, vielen, vielen Dank. Guck wir uns mal an. Wofür es nicht alles in der Mod gibt, ne? Wofür gibt es keine Mod, habe ich das Gefühl. Sieht so schön aus hier in unserem Dorf. Naja, noch nicht ganz, aber es macht einen Anfang. Bisschen matschig hier alles. Ich gucke. Ich bin ja hier. Nein, ich habe Gras jetzt mit Absicht weggemacht. Warum? Ich bin doch hier ein bisschen. Weil ich ja hier noch bauen will. Ach so. Ohne Gras kann man besser bauen. Aber hier kann doch das Gras hin, oder nicht? Und hier fordert doch auch hier so ein bisschen. So. Man sieht deswegen schon mal wieder ein bisschen. Also ein bisschen Gras muss sein. Echt? Ja, nicht? Dann nicht immer die Prämisse des Menschen, so wenig grün wie möglich, alles asphaltieren und Parkplätze draus machen. Das ist bei uns jetzt hier genauso. Alles muss matschig sein. Die ganze Welt. Muss ich mir jetzt noch mal überlegen, was ich hier mit dem blöden Bauwerk mache. Was ich... Abreißen. Ja, am besten ja. Die ganze Decke noch mal abreißen und neu machen. Ja, dann hau rein. Muss ich ja mal. Würde ich mir jetzt, nachdem ich den Zaun gebaut habe, was wir jetzt... designtechnisch für eine Schmiede bauen. Kann ich auch erstmal überlegen. Vielleicht das ganze Dach zusammen. Ja. Ob fern die an zu stürmen jetzt? Wenn die ganze Hütte da nieder vorwurschtelt. Ich versuche, alles so ein bisschen einzeln abzureißen. So. Ja, da habe ich schon mal. Holz, 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 Holz.
Ich komme ja auch nicht an Holz ran. So, André, du hast doch bestimmt eine kluge Idee fürs Dach. Müssen wir dein Dach erstmal komplett angucken. Ja. Hätte ich da noch mal ein bisschen an. Hätte das ganze Dach abreißen. Kommt vor. Mano. Es regnet. Nein. Noch Holz. So, ja. Hörst du das? So, wenn wir jetzt mit Klein anfangen, statt die. Wäre das besser. Dann kannst du die Etage da oben aber nicht mehr benutzen. Ja, das ist mir schon bewusst. Kommt man eh schlecht hoch. Ja. Muss er noch mal einen, muss er noch mal einen rüberziehen, die Treppe. So mache. Sollte es erstmal auf jeden Fall überall diese Querbalken reinziehen, die überall fehlen. Das so. Nach die Handwerkstation hat er jetzt kein Dach mehr. Zum Reparieren wir die andere Hütte rein. Kann ich das so machen? Weiß das so? Nein. Ich glaube, die ganze Konstruktion vom Gebäude ist ein riesiger Fehler. Kriegen wir schon hin. Alles verkackt hier. Ja, ist die Breite ist sehr groß. Je breiter man baut das Gebäude, je schwieriger wird es mit dem Dach. Also, finde ich. Klar gibt's für alles eine Lösung. Oh, ist eine Lösung. Das hier ist eine Lösung. So, Kamin können wir, glaube ich, lassen. Ach, hier habe ich auch ganz gut.
nach außen geplumpst. Eine Stunde braucht eine Karotte. Eieieiei. Ja, die brauchen lange. Sonst müssen wir eine Reihe wegnehmen hier. Irgendwie. Also hier unten hat sich jetzt das Lager gebaut, ne? Genau. Ich muss jetzt erstmal überlegen. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich das steile Dach nehmen, erstmal als ersten. Dann hast du ein flach, etwas flacheres Dach. Ja, so habe ich das ja auch gemacht. Ja, ja, so hast du das ja gemacht. Jetzt muss ich erstmal nach den Vorgaben gucken. Und wir müssen gucken, wie wir das hier zukriegen. Also müssen wir wahrscheinlich noch eine flache Ebene. Nee, das ist schon richtig. Mal gucken. Noch eine flache Dach. Jetzt hat steile, das ist das flache. So, dann haben wir drei. An der anderen Seite machen wir das genauso und dann machen wir eine Doppelluke oben. Aber zwei Spitzen nebeneinander ist auch scheiße. Wir müssen noch einen hoch. Das ist das Problem. Was? Du hast eine Gerade. Das ist das Problem. Oh, eine Gerade. Ja, du hast eine gerade Anzahl an Wand. Also für Dach ist immer dann, wenn man ein Dach baut, eine ungerade Zahl besser. Ja, weil man ja nur dieses eine Spitzding hat. Jetzt müssen wir das Dach zusammenführen, dadurch wird es sehr hoch. Also du hast angefangen mit einer ganz steil. Ja, ganz, ja, so wie du jetzt schon da hast, ne, ganz steil. Und dann wieder ganz steil? Nee, dann flach. Mal noch einen flachen dran klatschen und dann mal gucken. Dann müssen wir gleich dann irgendwie stützen, das Dach. Schau mal, oh, ist schon orange, das ist nicht gut. Ich bin hier nicht rangesnappt hier. Sag mal, da ist ein Schaman an unserem Tor. Welchen Tor? Direkt vor der Küche hier. Sicher, dass du. Hä? Wie sieht das auf meiner Seite schon wieder anders aus als auf deiner Seite? Vom Dach her. Ja, wir müssen deine Seite auch noch anpassen. Im Dunkeln ist ja alles ein bisschen schwieriger. Ja, dann lass uns auch schlafen gehen. Muss ja auch die Stabilität, aber ich habe bisher jetzt alles grün, das ist gut. Ja, da können wir doch auch noch Querbalken einbauen hier. Ja, ja, jetzt mal schlafen. Da schlafe ich. Alles nur, weil ich nicht richtig bauen kann. Unfähig bin. Ja, nee, das ist die Höhe. Das Gebäude ist hoch und breit. Ja, so waren wir Gegnergebäude früher halt hoch und breit. Ja, aber du musst mal gucken, wenn du schon ein Langhaus meinst, wie viele Querbalken gezogen wurden. Ja, ich weiß. Tausende. Also das ganze Ding besteht nur aus Querbalken. Ja, ich weiß. Aber du hast gar keine Querbalken, nichts, keine Ankerpunkte, nur in der Mitte. Ich hätte die Ankerpunkte ja eher doppelt gesetzt und zwar... Mal gucken. Es snappt hier nicht richtig.
Ich wollte die Ankerpunkte ja zuerst hier machen, hier oben drauf machen. Dass sie quasi hier hochgehen. Warte, wir müssen erstmal die Querbalken hier wegmachen. Ja, die können wir dann wegmachen. Müssen wir gleich ein bisschen anders bauen. Ich mach mal den Kamin. Ah, nee. Hätten wir jetzt eine ungerade Zahl gehabt an Mitte, hätten wir ja oben wieder eine Lüftung lassen können. Aber so muss das Feuer woanders hin. Damit der Rauch abzieht. Ist ein bisschen steil geworden, das Dach jetzt, aber. Aber wir müssen halt Dach haben, weil Dach verwittert nicht. Ja. Muss ich auf die andere Seite irgendwie hoch. Wie komme ich auf die andere Seite hoch? Treppe bauen? Bei deiner Konstruktion brauchen wir ein Gerüst. Guck mal, der Ast hier ist verwittert. Mal reparieren. So, jetzt muss ich wieder einen flachen. Noch einen flachen. Zwei Dächer. Nehmen wir hier oben noch einen Querbalken ein. So. Bei so einem großen Dach würde ich sagen, machen wir das mit den Querbalken sogar weiter. Also erst einen steilen. Dann drei flache. Und dann wieder Dach. Hurra, hurra, die Pest ist da. Mhm. Oh. Querbalken. Ich bin ins Karottenfeld gefallen. Oh nein, die armen Karotten. Vor rein alle niedergewurzelt. Oh, 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 die Welt hat gerade gespeichert, hat man voll gemerkt. Oh, kurz, nee. Kurz meinen Hammer repariert. Also, du merkst halt wahrscheinlich nicht. Doch, manchmal merke ich also auch, ab und zu aber andere. Decks. So mittendrin einfach mal so, zack. So. Ah ja, genug Holz haben. Bei mir ist hier alles grün. Da geht's. Mal ist das grün, mal ist das rot. Können wir jetzt nicht das Dach an sich abstützen, wenn wir jetzt nachher so... Ja, das machen wir. Moment. Muss erstmal... Wo ist mal wirklich freie Fläche überall? Was, wenn wir da jetzt noch einen Querbalken gleich rüberziehen? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Ach nur. Wir können natürlich dann jetzt... Ja, sowas. Müsste eigentlich dann jetzt stützen, aber allerdings da oben noch nicht. Aber da können... Was ist, wenn wir jetzt quasi so einen Balken noch einmal rüberziehen? Du. So. Können wir den so machen? Mal so müsste das doch, ist das besser gestützt. Da muss noch einen rüber.
irgendwie krumm und schief aus, habe ich auch gefühlt. Es muss ein, noch einen hier rüber hier. Ach ja, deswegen passt er nicht. Das ist ja auch mein eigentlicher Plan, dass ich die Stützen dadurch über die zweite Ebene rüber machen wollte. Das war anfangs auch mein Plan. Das Problem ist, dass wir hier irgend so eine halbe Ebene drin haben. Ja, jetzt will er dann nicht oben drauf snippen. Ja. Geh nochmal in den Schritt. So. Und dann müsste das doch eigentlich. Eigentlich doch relativ gut gestützt werden. Er dachte, oben ist orange. Orange-rot. Das ist wirklich hart an der Grenze. Also. Was ist. Nee, das ist auch noch. Das könnte beim Sturm kaputt gehen. Das Problem ist dein Gerüst. Dein gesamtes Haus hat kein Gerüst. Dein Gerüst? Hier fehlen überall die Querbalken. Ja, gut, die sind eigentlich drin, aber warum haben die so wenig Tragkraft bei dir? Gute Frage. Wir stützen hier schon wirklich mit allen Methoden, ne? Aber es ist hart an der Grenze. Ja, weiß nicht, wie man das jetzt noch besser schützen kann. Das ist einfach, weil wir oben den Giebel nicht einsetzen können. Dieses X, das verleiht halt sehr viel Stabilität, aber das kriegen wir da ja nicht mehr rein. Am besten will nicht. So? Da wäre der Mittelpunkt für fehlt. Du kannst du doch reinmachen hier oben. Quatsch, jetzt hab ich's. Hier, guck mal hinter dir. Ja, jetzt ist er drinne. Das muss unbedingt da rein. Das muss dann eigentlich besser sein. Sag ich doch. Siehst du, da muss unbedingt diese. Ja, da drinne. X da rein. Dann nimmst du das kleine X. Das muss da unbedingt immer rein. Guck mal, anscheinend haben wir jetzt. Das ist immer noch rot-orange da oben. Die mehr können wir ja schon bald gar nicht ab. Hm. Hier fehlt zum Beispiel komplette Stützbalken. Jetzt haben wir schon gelb, weil die Stützbalken fehlen. Wer sagt, dein Haus hat kein komplettes Gerüst. Okay. Da wurden noch. Deine Fehler wurden noch eingebaut. Wir brauchen ein komplettes Gerippe. Immerhin haben wir schon mal gelb gekriegt. Besser wird das wohl nicht. Also, hell-orange. Besser kriegen wir nicht. Da oben hin fehlen noch. Das ganze Gerippe. Ja, die ganze Gerippe fehlt. Du hast viel zu früh Wände gesetzt. Ah. Eigentlich müssten wir alle Wände rausreißen, um zu gucken, wo Gerüst fehlt. Ich guck gerade, aber das, von vorne. Die Reihe sieht gut aus. Ich habe die Zwischenreihe immer vergessen, das Gerippe zu stellen. Das habe ich vergessen. Hast du recht. Da war ich schon ein bisschen damaged. So.
Habe ich jetzt gerade da drin, da habe ich jetzt drin. Ne? Da gucken der Boden hier raus. Ja, keine Ahnung. Das snappt da auch irgendwie ganz komisch an. Ist der Boden nicht richtig? Och, eigentlich ist er richtig. Ups, haben wir jetzt den Boden unter den Füßen weggerissen. Moment, das hier ist ja auch... Ach, da habe ich auch viel Fehler gemacht hier. Hinten an der Küche. Ja, nur der Balken raus. Nämlich scheint die ganze Konstruktion hier irgendwie schief zu sein. Oh, haben wir schon wieder kaputt. Jetzt passt alles. Da ist irgendein Snap-Punkt falsch in der Hütte. Okay. Aber wie du das geschafft hast? Das frage ich mich auch. Repariert. Hey, da eine Küche ist auch... Das habe ich irgendwas zu viel weggerissen. Ja. Es ist doch alles gestützt. Ja, normal ja. Wäre Geburt. Ja, lässt mal einmal jemanden ran, der nicht bauen kann. Aber das reparieren wir, das kriegen wir hin. Das Ding wird Odins Stürmen trotzen. Sehr hochmotiviert. Ja, okay. Wir haben irgendwo Harz, oder? Ja. Haben wir Harz?
Boop. Aber auch wieder irgendwas nicht richtig. Wenn du von vorne guckst, hast du, ist links so eine schräge, auf der anderen Seite nicht. Da, jetzt ist richtig. Ey, was? Ah, blöde Karren. Das ganze Haus sieht irgendwie krumm und schief aus. Ist aber nicht krumm und schief. Aber sieht krumm und schief aus, oder meine ich das nur? Ist es aber nicht. Das sieht nur so aus, aber das ist ja wirklich nicht. Es ist ja gerade. Es ist ja. Ich weiß nicht. Wo ist denn das hier ein Stück gedreht? Jetzt sollten wir das Haus wirklich aufs Gerippe nackt machen. Da können wir ja. Nur noch das Gerippe steht. Hier fehlt zum Beispiel nämlich der Stützbalken, Querbalken. Er ist ja einfach, wir reißen den Scheiß ab und bauen ihn neu. Vom Fundament aus. Ja, sonst müsste den. Das wäre mein Vorschlag. Das Fundament können wir lassen. Und dann ziehen wir das ganze Gebäude neu auf. Ja, dann wir vielleicht eine Fundamentreihe weitermachen. Noch größer, wird der Dach ja noch schwieriger zu bauen. Ja, oder eine weniger. Eine ich weniger auch nicht. Wir haben ja schon da das Lager gebaut. Ja, dann müssen wir die Feuer wegmachen. Dann müssen wir die Feuerseite wegmachen. Die Feuerseite wegmachen. Also würde ich sagen. Ja, dann lass uns die Feuerseite wegmachen. Das ist ein. Um Überblick zu kriegen. Irgendwie ist halt unübersichtlich, wo der Fehler liegt. Total.
der Hammer ist schon wieder kaputt. Nur ich auch nichts abbauen kann. Nochmal eben schlafen, ist dunkel. Können wir machen. Wenn ich einmal was bauen und das vergeige ich das. Ne, ich weiß nicht, das scheint ein so ein Clipping-Fehler drin zu sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Oder alleine, weil ja bei dir die Sachen nach draußen geguckt haben. Hm. Weißt du, was ich meine, ne? Da. Ja. Da muss ja irgendwo ein Fehler drin sein. Da war, war auch sehr komisch für mich. Außen. Aber das ist ja bei dir hier auch so, zum Beispiel bei den Holzbalken hier oben. Holz, ja, die Holzbalken, das sind diese Querbalken. Ja, richtig. Da ist halt ja okay, aber bei dir hat ja der Fußboden rausgeguckt. Darum ging es ja. Hier vorne an der Ecke. Das snappen alles nochmal neu. Aber das Feuer können wir sogar doch theoretisch sogar stehen lassen. Das ja. Eine Feuer lässt sich gar nicht zerstören, warum nicht? Was ist, wenn wir das jetzt einfach so machen? Wenn die einfach nur den so da drinnen lassen. Nee, das eine Feuer geht nicht kaputt. Das kann man zerstören, das nicht. Das ganze Feuer ist schon ein Fehler. Hä? Okay. Also wenn wir jetzt Dings machen, dann können wir tavernentypisch das Feuer in der Mitte bauen. Wir jetzt eine ungerade Linie haben, aber dann muss halt Feuer da hinten weg. Weißt du, warum will das Feuer da nicht weg? Frage. Okay. Zerstörbar. Hä. Das ist ja komisch. Kannst da kein Holz reinwerfen, nix. Das Feuer ist Bock. Das. Nee, das geht dann nicht mehr weg. Er verbraucht auch kein Fuel, man kann auch nichts reintun. Das ist doof. So, jetzt habe ich hier ganze Reihe weg. Nee, nee, warte, bevor du wieder aufbaust. Wir müssen halt komplett Gerüst wegmachen. Wir müssen gucken, wo der Fehler ist. Das ganze Gebäude steht schief. Du stehst schief. Ich will ja gleich nur den Boden hier haben, der Rest muss weg. Das wird einstürzen. Na gut, vielleicht nicht aufs Lager stürzen lassen, das wäre natürlich vom Vorteil, ne? Boah, schon wieder kaputt. Was hast du, einen Hammer aus Gold oder was? Ich muss meinen ständig reparieren. Meine ist aber auch gleich kaputt. Das ist nur ein Ausdauerproblem.
Wenn du Alarm bist, schmeißt du einfach in den Kisten oder in die Karre draußen. Und das müsste eigentlich, der Boden ist, sitzt doch richtig überall, ne? Ja. Da warst du doch. Ja, ja, das erstmal. Erstmal. Nehmen wir die alle noch mal neu. Mein Gott, ey, ganz Taschen voll mit Holz. Eigentlich ein Traum. Ja. Eigentlich ein echtes Träumchen, ne? Wenn er nicht so traurig wäre. Ja, ich weiß, mein erstes Bauprojekt, was sie gemacht hat, absolute Katastrophe. Ja, oh mein Gott. Katastrophe. Ja, normalerweise müsste auch jetzt alles passen. Trotzdem irgendwie schief aus. Willst du nicht eine Reihe weglassen? Haben wir nicht schon eine Reihe? War da nicht schon eine weg? Drei. Ja, 5, 6, ja doch, hast recht, war alles richtig. Oh. Ey, schon wieder der Hammer kaputt, ist ja jetzt nicht normal. Was hast du denn für einen Hammer? Ein Holzhammer. Hast du Stufe 1? Ja, sicher. Ja, mach, werte den doch auf. Kostet doch nichts. Kostet doch nur Holz und Stein. Oh, jetzt habe ich aufgewertet. Kannst du ja auch gleich auf Stufe 3 aufwerten. Hab ich. Meine ist nur Stufe 2. Ich muss ja. Hätte er jetzt auch echt eine ganze Ecke weit. Jetzt fängst du erst mit einer halben Reihe an? Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn man Fenster machen will, ist das die richtige Höhe. Okay. Sind die Fenster auf falscher Höhe? Und ihr Fenster machen? Willst du eine Taverne ohne Fenster? Muss eine dunkle Spelunke sein. Dann bau ein Loch. Natürlich, das Problem ist, wir müssen die andere Seite auch noch anpassen. Hast du schon mal eine Kneipe mit Fenstern gesehen? Ja, klar. Jetzt wieder Querbalken drauf. Jawohl. Überall. Überall Querbalken. Die müssen wir hinter dem Lager auch noch machen, ohne das Lager dabei abzureißen.
Das ist genau das, was ich jetzt. Was? Sehr gut, passt doch. Oh. Hier ist ein Fehler. Habe ich den. Gut. Schnell das Lager wieder einpacken. Gucke. Ja. Da haben wir doch schon mal das Gerüst. Das Lager ist auch wieder eingepackt. Jetzt müssen wir ein bisschen höher. Dafür brauchen wir eine kleine Hilfe, eine kleine Trittleiter. Jetzt kommt nämlich noch mal eine kleine Reihe drauf. Noch eine kleine Reihe. Schon nicht mehr ran. Aber der Größe des Gebäudes brauchen wir ein paar Trittleitern mehr. Bei Trittleitern. Oh, Mist, hat er ja Holz ausgegangen. Was kann passieren? Ja, aber okay. Ist trotzdem immer ein Fehler drin. Ja, hier vorne bei dir ist ein Fehler drin hier. Ecke. Habe ich die nicht richtig gesetzt? Die Höhe passt doch gar nicht. Wieso passt die Höhe nicht? Ich jetzt auch, warum die Höhe nicht passt. Passt die Höhe. War ein kleiner Fehler. Nee, so geht das nicht. So. Siehst du dort das? Jetzt okay. Kommt das schwerste Dach. Jetzt wird gekotzt.
Noch ein flaches Dach oder ein hohes Dach? Ich würde ja sagen, flaches Dach. Das ist die Frage. Wie wollen die das machen? Wollen die einfach so gerade hochmachen, wie du das gemacht hast? Oder wollen die das wirklich mit über Eck und alles? Jetzt wirklich über Eck. Das ist schwieriger, ne? Über Eck ist schwieriger, ne? Das ist um einiges schwieriger. Normalen Baum. Das Flachdach. Oder? Nehmen wir einen flachen Winkel. Da oben dann das Kreuz rein. Genau. Machst du dann ein Kreuz, jeder Kreuzung an Sprung oder, Eigentlich haben wir hier, ja, weiß ich nicht, wie viele sind denn das jetzt? Natürlich wieder nicht da dran. Ich hab den Balken da schon zu früh gesetzt. Aber jetzt. Ist es doch bei jedem? Entweder bei jedem oder bei jedem zweiten. Ja, wenn wir so jetzt bei jedem gesetzt das, müssen wir dann auch bei jedem das Kreuz machen. Das geht ja sonst nicht. Beiden. Das geht aber auch schon wieder nicht. Nee, ist. Jetzt hast du auf der Seite natürlich, wo gerade sein soll, ungerade. Hätten wir vorne auch noch eine Reihe wegnehmen müssen. Ah. Müssen wir was überlegen. Können wir einen hier nicht einfach hier zwischensetzen noch? So. Warte, so. Warte. Machen wir den ersten auf jeder Seite. Dann den zweiten. Und dann machen wir hier eine Doppelreihe. Das ist natürlich auch. Was ein Glück bin ich nur ein Maler geworden, da muss ich so Quatsch nicht. Die müssen wir jetzt aber schon stützen, hier die Balken. Wo passt denn denn? Achso, ist wahrscheinlich verkehrt, ne? Da muss hier hin.
Ja, guck mal, die Spitze ist orange, aber besser geht's nicht. Ja, was ist, wenn wir dann hier... Seh nix. Sonst lass gleich einmal schlafen gehen. Da oben ja auch hin. Ja, die Lücke kommt ja auch noch weg. Super da. Ich weiß nicht, oh nein, es regnet auch noch. Verbittert wieder alles. Boah, zumindest ein Dach übers Lager erstmal. Das Lager wenigstens geschützt. So einfach keine. Ich weiß nicht, warum das nicht unterstützt. Das Stützen hier, die kommt. Da muss man da was anderes machen. Die Eva ist da. Hallo Eva. Moin moin. Sieht das? Na, jetzt haben wir schon mal wenigstens gelb. Wir müssen das jetzt doch noch mal. So. Und? Oh, so. Warum hält er das dann nicht so ab? Warum hält er das nicht ab? Oder ist er wie? Naja, ich kann natürlich sagen, woran das liegt. Du hast kein Fundament darunter. Also müssten wir hier unten auch noch so eine Querreihe Dings ziehen hier. Fundament. Ach so. Ich hab kein Holz mehr. Meins. Weil im Endeffekt ist das ja auch eine tragende Konstruktion. Also sieht das gut aus. Oh. Ah, da war womit mal ein Fehler. Guck mal, wenn du jetzt da oben guckst, sieht das schon besser aus als eben gerade. Lass mal schlafen, ich sehe gar nichts. Ja, besser ist es. Ich sehe auch fast. Holzhammer muss auch wieder repariert werden. Ich bin nass. Miefe. Und es... Hier sind keine Glasscheiben drinne. Das gibt's ja noch nicht.
Stimmt das einfach rein, das ist kalt. Dafür haben wir ja Feuer. Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich muss aufs Klo. Muss Pipi. Da gibt's leider noch nicht. Kannst also nicht mit deiner eigenen Kacke Kartoffeln anpflanzen. Ja. Aber die Dings müssen fertig sein hier. Kararotten. So, jetzt haben wir geschlafen, bringt nichts, weil immer noch schüttelt die Sau. Oh, André, du musst ja mal eine Karotte schnappen, bitte. Hm? Mach das einfach. Neue Rezepte. Neue Rezepte. Kannst du das Feuer immer noch nicht wegmachen? Nee. Habe ich ein göttliches Feuer gebaut, oder? Hackfleischsoße. Mmh. Einmal aufs Dach. Irgendwie muss ich einmal da hoch. Ja, genau, Passi. So viel auf einmal. Das ist echt nicht schön. So ein Abend. Tschüss. Ja, guck mal, jetzt ist doch besser, oder? War nicht wirklich, das Dach ist rot. Also hart an der Grenze, warum auch immer. So besser? Also bei mir ist das jetzt nicht mehr rot, André. Hallo Kalle. Kalle ist auch wieder auf YouTube dabei. Moin. Ja, besser geht das jetzt nicht mehr, wa? Das ist doch noch grün. Und jetzt schon wieder rot. Endlich Sonne.
Ich will die ganzen Bretter reparieren, die nicht unterm Dach waren. Dieses scheiß Wetter. Mir auch noch was an. Vordachbau. Weil wir alles repariert haben, glaube ich. Das scheint so. Oder auch nicht. Da noch alles für einen Ranz. Ranzpopo. Ranzpopo. Ein Ranzpopo gesagt. Versuch mal da die Fundamentblöcke zu erwischen. Mann. Das ist auch noch alles verbittert. Meine Güte, ne. Aber jetzt alles hoffentlich. Na, hoffentlich. Querbalken, oder? Muss ihr Werkbau woanders hinstellen. Mal hier neben den Lager hier. So. Welchen, ne? Deutsche. Hier ist ein Fehler drin.
Wir den hier nicht auch noch. Ja, willst ja auch noch ein bisschen Platz haben, wenn du, wenn du jetzt alle so zubaust. Ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann bauen wir das Gebäude noch heute. Das ist ja auch ein Fehler jetzt drin hier. Echt? Ja, da war nicht richtig dran. In der Mitte. Schon geileren. Oh, ihr guckt dann da raus, ne? Das ist dann doof. Noch das Dach da oben schön kriegen. Wieder abgerissen. Gerissen. Vorne kann aber eben noch ein. Ihr könnt doch einen Winkel hin. Ne?
machst du denn jetzt da? Doch ein Balken ran. Die Dreiecke müssen da verbunden werden, oder nicht? Heute. Nee. Natürlich, da doch nachher die ganze Last drauf. Das ist doch quasi Statik einmal 1 und 1. Dass da oben an dem Giebelfläche kompletten Balken rumgeht, weil da die Last drauf liegt. Da wird jedes Dach gebaut. Seit Jahrhunderten. Sieht aber scheiße aus. Ja, ob so ein Scheiße aussieht, lass mal da hingestellt sein, ne? Geht so schon. Okay. Nein, jetzt habe ich echt kein Holz mehr. Oh, ich bin gerade auf dem Dach. Warte, warte. Ach, komm ich nicht hoch. Das hochgebracht. Ich habe kein Holz mehr. Was ist denn jetzt kaputt? Kein Holz mehr? Ja, keins haben wir nicht, aber. Hier zumindest. Manche rot. Also gleich der ganze Dach zusammenkracht. Ist orange. Doch. Dass der mit der Rauch abziehen kann. Ja. Drin. Bin ich der Dach drauf? Das rot, 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 alles rot. Wir können noch Kraft in den Boden ableiten. Wenn wir hier die Stützen auch noch bis in den Erdboden rammen. So clever ist das Spiel dann auch wieder nicht.
Nur jetzt da oben der Funk. Letzte, der Giebel, ach, da was so gesetzt ist. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss der Rauch hier abziehen. Das müssen wir extra noch mal überlegen, wie wir da noch einen Kamin reinbauen ins Haus. Eigentlich schön gedacht, so ein Feuer in der Mitte. Das können wir ja probieren. Wir können es ja erstmal lassen. Wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Müssen wir uns dann was anderes nachher anfangen. Kann ich erstmal nochmal schlafen gehen? Alles so dunkel. Das heißt ja nicht, dass es jetzt sofort alles zusammenkracht. Das heißt ja nur, dass da nur kein Blatt mehr rauffallen darf. So ungefähr. Ja, Schnee darf da nicht drauf liegen. Jeder Statiker wird gerade hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie er uns bauen sieht. Normalerweise ist alles gestützt. Das müsste eigentlich perfekt sein. Ja, normalerweise ja. Aber ich... Naja, du hast oben halt den Querbalken halt nicht. Das ist das Problem, der die ganzen Kreuze verbindet. Und dadurch kriegt er ja die Hauptstabilität, das Dach. Wie geht der denn hier nicht dran? Wir kriegen ja nachher noch ein bisschen Stabilität, wenn wir die Wände reinbauen. Mal ausprobieren. Ein Holz. Kein Holz. Eieiei.
Mann, geh doch da doch an. Danke. Die Mitte hier ist relativ ungestützt. Ja, das Ende. Vorne ist sogar gelb, aber hier hinten ist rot. Rios. Das haben wir jetzt vorne anders gemacht als hinten. Hier vorne ist jetzt auch rot. Bei mir. Jetzt haben wir alles grün und gelb. Fertig. Hoffentlich bleibt es dann auch so. Und jetzt wolltest du dann hier nachher noch ein Feuer in die Mitte machen. Ja, nein. Nein, ja, nein. Was? Ja, nein, ja, nein. Ja, nein, ja. Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Heute an. Ja, oder? Später, morgen. Irgendwann. Ja, können wir ja. Der Dach kommen. Wieder rot. Ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise einfach ein Anzeigefehler ist von dem von der Statik-Geschichte. Mal ist das grün und dann wechselt das wieder zu alle Farben durch und irgendwie, keine Ahnung. Wenn wir das doch hier in den Boden ableiten, das wäre aber doof. Kacke aus. So geht das? Ne, ist immer noch rot. Hast du da drin irgendwas anders gebaut? Nein, ich habe da nichts gemacht. Ich sag ja, das, teilweise habe ich das Gefühl, dass das Anzeigefehler. Jetzt sagt er wieder grün an. Gleich geht man wieder woanders hin und guckt, sagt er bestimmt wieder rot an. Fängt er wieder an, rot an. Angst. Jetzt wieder rot.
immer nur veräppelt. Das ist so alles mit dem Fundament verbunden. Egal, so bleibt das jetzt. Ich hab das Dach nicht mehr drauf. Jetzt hier in die Mitte wolltest du. Oh, ich. Vier, Moin, wir haben 9. Moin? Das hier ist die Mitte. Muss erst mal gucken, du machst das schon wieder unsymmetrisch. Warum unsymmetrisch? Das hier die Mitte ist. Ist das hier die Mitte? Hier, wo ich stehe, ist die Mitte. Wir haben noch 9 Kästchen, oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5. 9. 9 Kästchen oben, oder nicht? 7. Wir haben 7. Hier ist die Mitte. Wir haben 3 links und 3 rechts. Nur 3 links, 3 rechts? Was ist mit den Dingern hier? 1, 2, 3. Guck mal, hier, 4, hast du 3, da hinten 5, hast du 2. Das heißt, 6, hier ist doch schon mal ein 7. Fehler drin. Nicht hier die Länge. Nicht die Breite. So, hier sind 2 Kästchen. Ja, und die Hände sind auch 2 Kästchen. Hier sind 3 Kästchen. Jetzt hast du dann wieder hinzugefügt, oder nicht? Ja, genau. Jetzt hast du ja auch symmetrisch, du Nase. Das ist auf beiden Seiten 3. Mathe ist schwer, ne? Ja. Das ist sehr schwer. Kann ich nicht. Deswegen bin ich normaler geworden. Ich weiß nicht, ob 3 Feuer so gesund sind. Wir hatten keine Steine. Wie kommt das denn? Hm. Wie willst du dann auch an das Feuer kommen, wenn du dazu baust? Geht das so nicht? Wir müssen, können ja mal versuchen, wir den Boden anheben können, wenn wir jetzt so ein Kästchen drumherum gezogen haben. Oh, bau doch erstmal das Kästchen. Du hast gesagt, versuchen anzuheben. Wenn das Kästchen fertig ist, du bist doch noch gar nicht mit der Umrandung fertig. Da muss man wahrscheinlich einkesseln, damit genau das, was gerade passiert, nicht passiert. So, was haben wir hier jetzt? Jetzt hast du das Material für den Schmiedetisch. Sollen wir hier einen Schmiedetisch bauen? Jetzt haben wir hier Erde. Aber anscheinend geht das nicht. Ja, sonst kannst du halt nämlich nicht einrahmen. Und da, sonst kommst du ja nicht mehr ans Feuer ran. Schade. Warum reißt du jetzt da hinten die Sachen weg? Ah, weil ich verklickt habe. Gib doch nicht rum wie so ein Berserker. Dann könnte uns die Hütte auf den Kopf fallen. Nein, fällt uns ja. Das ist schade, das hätte so schön ausgesehen. Ich weiß auch nicht, warum man keine Feuerstelle höher setzen kann. Sehr schade.
Lass uns das von einer Seite wegen Pro machen. Oder kannst du das auf dem kannst du das nur auf den Boden setzen, das Lagerfeuer? Ja. Ah, das ist ja auch. Sehr schade. Wir auch noch ein Fenster reinmachen. Fenster! Oh nein! Fenster machen. Können wir hier den Sitzbereich machen? Ja. Hä? Dann habe ich aber einen Fehler irgendwo hier drin. Müsste doch genau da Dreierkästchen müsste doch genau in der Mitte sein. Du hast das Fenster falsch gesetzt. Ja, dann ist die Säule hier auch falsch. Oder nicht? Was ist ein Denkfehler? Hier nicht sowieso komplett die ganze Reihe vergessen hier. Ja, in der ganzen Dreierreihe ist ja kein einziger Stütze drin nachher. Wolltest du da nicht eine Doppelreihe direkt nebeneinander machen oder? Ich weiß es gar nicht, auf der anderen Seite ist das doch genauso und da geht's hoch, da geht's runter. Dann kommen drei Stück. Wieso haben wir denn so einen Unsinn gemacht? Wenn wir noch eine neuner Reihe hätten, dann hätten wir auch jede dritte Reihe nachsetzen können. Es passt halt Symmetrie mit dem Lagerfeuer nicht. Das ist fragwürdig. Ja, du hast da einen falsch gesetzt. Ja. Wolltest doch wolltest du die doch zusammenführen, oder nicht? In der Mitte, das in der Mitte, das Moment hier mit an dem Balken mit hochgeht, hier auf beiden Seiten und dann den nächsten wieder hier. Dann ist doch auf der anderen Seite genauso. Und hätte der mit den Giebeln nicht gepasst. Ja, aber eigentlich geplant war das ja von dir anders. Ja, geplant war das anders. Wir haben es falsch umgesetzt. Na, hattest du dir nicht sogar schon vorgegeben? Der hier ist falsch. Warum ist denn hier nur einer? Der hier. Nee, sind auch zwei. Zwei? Drei? Du wolltest hier die Reihe noch mit runterziehen. Das war zuerst geplant von dir, weil das ja anders nicht ging. Von der Symmetrie. Deswegen wolltest du hier eine Doppelreihe machen. Mit nur einem dazwischen. Mich jetzt? Nö.
Gut. Ich fange jetzt nicht wieder an, das auseinander zu pflücken. Ja, dann lass das so. Da musst du deinen inneren Monk einfach mal wegsperren. Doch. Geht nicht. Doch. Nein, geht nicht. Ich weiß ganz genau, dass du da morgen nicht den ganzen Sonntag schlafen wirst, sondern dann morgen den ganzen Sonntag noch hier dran rumfummeln wirst. Und oh, ich gehe raus, gleich stürzt das Dach ein. Sollte das Dach einstürzen? Ist aber dunkel. Trotzdem essen. Licht haben. Es ist die Unsymmetrie natürlich auch auf der anderen Seite. Querbalken hier. Ich hast denn da genommen? Die ganz steilen? Ja. Jetzt sieht es von innen wenigstens symmetrisch aus, wenn das Dach nicht symmetrisch ist. Oh, da hängt jetzt hier aber ganz schön durch, hier in der Mitte jetzt. Hängt hier jetzt ganz schön durch, also hier musst du auch irgendwas... Das Dach muss einfach halten. Wir glauben einfach daran, dass das Dach hält. Dass das Dach nicht kaputt geht. Ja, vor allem nicht wieso. Ich habe Schützen reingezogen. Dann müsst ihr eigentlich jetzt halten. Glaube ist alles, André. Ich weiß es nicht, warum. Ich weiß nicht, warum die Statik hier in diesem Spiel so... Guck mal, wie viele Stützpfeiler wir da drin haben. Ja, ich weiß nicht, warum das Statik... Also können wir damit einen Wolkenkratzer abstützen? Ja. Weiß. Ist schon. Soll der Geist, ziehen wir jetzt überall so ein Ding rein, fertig. Trotzdem wird die Statik nicht besser, egal wie viel Holz wir da reinknallen. Ich sag ja, die Statik hier in diesem Spiel ist teilweise echt fragwürdig. Es verarscht uns, wo wir dabei sind. Vielleicht ein bisschen, ja. Was soll der Geiz? Das hat die Hütte eh schon unser ganzes Holz gefressen. Warum am falschen Ende sparen? Hey, Holz ist alle. Wie zu kommen? Komm. Wow, wir haben kein Holz mehr. Wir haben es geschafft. Kann ich nicht mal ein Dach fertig machen. Das ist aber echt schade. Muss ja echt noch mal Holz sammeln. Der Emo scheint eh draußen einer an unserem Zaun zu nagen. Wo ist die Erzkiste hier? Gibt's hier keine? Oder?
Stimmt, da klopft einer. So. Eine Erzkiste. One-Hit. Sind ja inzwischen One-Hits hier. Nee, wir hatten doch gar keinen Erz. Ja, ich meinte auch Barren. So, das muss da eigentlich irgendwo neben der Steinkiste sein oder über der Steinkiste. Irgendwo war das da. Ich weiß, es ist dunkel da. Da müssen wir noch Licht machen. Mal selbst eine Laterne setzt da verkehrt rum. Wo ist die Wandhalterung, David? Ist das nicht richtig rum? Nee, irgendwie nicht. War das nicht richtig rum? Nein, kann ja nicht sein. Der ganze Boden ist blau. Außer die Mitte. Hier hinten ist auch ein bisschen grün. Also müsste das statisch so hochwertig sein. Dass ihr darauf sogar noch Limbo tanzen könnt. Ja, ich kann erstmal schlafen gehen, damit wir noch Holz fällen können. Macht ihr mal die Tür zu, ist doch alles eingezäunt. Lässt du bei dir dann zu Hause deine Wohnungstür auch immer offen? Bei mir ist nicht alles eingezäunt. Weißt du doch nicht. Du hast zwei Bestien bei dir zu Hause. Ja? Die sind ganz schön kratzwütig. Weißt du? Besonders der kleine Schwarze. Ich hab Chrisa zu Hause, der ist kratzbürstig. Ja, siehst du, das reicht auch schon. Der ist schlimmer wie der Katze. Ne, Chrisa? Ja, ist adäquat. Ich kann uns jetzt wieder unser Tischchen auch hinstellen, hier direkt am Fenster. Zwei Stühle, die ich habe. Guck mal, dann sehe ich mal hier hin. Können wir das Feuer gucken. Da muss irgendwo unten rechts, oben links müsste das sein, bei den vegetarischen Sachen. Die Karottensuppe ist sehr gut für Ausdauer, also fürs Holzhacken und so. Ganz vegetarisches Zeug ist gut fürs Holzhacken. Jetzt haben wir hier einen Platz, André. Guck mal, so können wir schön aufs Feuer gucken. Das ist nicht schön, guck mal. Und das sind Ego-Perspektive, André. Wie schön das in Ego-Perspektive ist, ne? Und wir haben jetzt eine Gemütlichkeit von 6. Ist das nicht herrlich? Wir haben auch schon wieder 3 Stunden auf der Uhr, André. Ja, willst du Schluss machen? Aber ist nicht wieder Pausezeit? Ja, willst du? Brauchst du eine Pause? Ich stelle nur deine Lagerfeuer hier. Ja. André, was soll ich machen? Guck mal, das Portal muss ich nochmal auf. Zerstörbare etwas. Oh, das Portal ist nicht... Oh, André.
Das Portal ist nicht verbunden. Hast du denn eine Home eingegeben? Ich hab da was eingegeben. Home? Ruheort. Trotzdem nicht verbunden. Wir müssen wahrscheinlich das andere Portal erst wieder setzen, oder nicht? Wie hast du das jetzt hingekriegt? Home. Großem H. Wow. Gute Nacht, Passi. Bis die Tage. Gute Nacht. Und dir auch, Xerxes. Dann schreibst du es immer klein und jetzt schreibst du es groß. Dann schreibst du immer alles klein. Da müssen wir eh nochmal ändern. Händler, wenn wir auch eh ein Portal haben. Ich will ja nicht alles in meinem Lager haben. Ah, das ist. Da recht. Oh, guck mal. Ah, ich hab noch. Ich bin zu nah am Portal. Pui. Ah, tonnenweise Holz hier reingeflossen. Können wir wieder tonnenweise Holz sammeln. Wir hätten auch wieder alles schön machen. Suchst du etwas? Kann ich dir weiterhelfen? Nee, ich will nur rum. Natürlich wieder verkehrt drum gebaut. Darin mein. Ein höheres das Bild.
Holz, Holz, Holz. Wir sammeln jetzt hier Holz. Schrecklich, schrecklich. Was ist schrecklich? Ja, Holz sammeln hier. Das ist jetzt so weit weg alles. Spielmann hier so. Nee, ich wollte es jetzt wissen. Ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich will jetzt alles nachholen. Meinst du, daran liegt das? Au. Wir blocken. Die machen auch überhaupt keinen Schaden mehr, die Gräulinge, ne? Die tragen ja auch mittlerweile Rüstung nicht. Mega krasse Rüstung. Ja, das nicht, aber immerhin. Fett krasse Rüstung. Für Stufe 1 Gebiet sollte reichen. Ich glaube, das mit den Blocken. Aber Blocken hochskillen ist aber auch ganz schön schwierig, ne? Ist nicht alles nervig. Ja. Ein wenig. Also je weiter man kommt, desto nerviger wird es irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir sind noch nicht weit. Die Befürchtung habe ich leider auch. Oh je. Ich denke, was hier noch alles dran hier.
hier einen Baum. Irgendwann kommt der Moment, wo so ein Baum auf so einen Hirsch landet. Wie den Hirsch damit platt machen. Meinst du? Ah, passiert irgendwann noch. Oder ein Wildschwein oder sonst irgendwas. Irgendwas werden wir ja schon treffen mit dem Baum. Und wenn kein Tier, dann erschlagen wir uns selber damit. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Oh, schönes Holz. So viel Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh. Was stöhnst du so? Bist du... Müde. 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 Ja, glaube ich auch. Komm auch gleich langsam Richtung Basis zurück. War schon wieder bald. Nein. Gott. Hm? Ah. Muss jetzt sowieso zurückkommen, weil meine Axt kaputt ist. Oh. Natürlich doof. Ja. Nicht nur ein Stamm. Oh, ich komme hier nicht hoch mit dem Karren. Den Berg nicht hoch. Wieder Stein. Hallo. Dach. Hier ist Holz drin. Ganz schön viel Holz. Ja, viel nicht, aber zumindest ein bisschen. Übergewicht. Bin zu schwer. Yeah.
So. Ich glaube, das war das Wort zum Sonntag, ne? Jawohl, das war's zum ersten Mal. War das Wort zum Sonntag. Ich wünsche eine genehme Nacht, Ruhe. Ganz genau. Wir sehen uns wieder. Jawohl, also, irgendwann. Irgendwann sehen wir uns wieder. Irgendeiner von uns beiden wird schon irgendwann mal und vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht auch in einer Woche. Wer weiß. Wer weiß. Seid gespannt, um das zu erfahren, solltet ihr uns am besten abonnieren und folgen und was weiß ich nicht alles und auch auf unser Discord und was weiß ich nicht noch alles. Panik. Ja, nach müde kommt doof, ne? Oder? Ja, wie war das? Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.